if life's a gift, but I'm like, who knows if life's a given. Hat sich erledigt, oder was? Ja, dann schönen Tag noch. Wiederschauen. Hola. Grüß Gott. Bei mir hat es sich nicht erledigt. Ja, was kann ich tun? Ich gehe zu den Polizei und ich gucke, ob ich ein Fahndung bin oder ob ich nicht ein Fahndung bin. Dann gehen wir doch mal schauen. Sie. Du weißt du, was explosionsartiger Dünnschiss ist? Ich habe jetzt den Spitznamen... Bitte. ...der Schüsselsprenger. Nein, bitte. So, Herr Miguel... El Schlordo. Ah, wir haben da eine Sache... Oh Gott. Bin ich wieder über Rot gefahren? Das kann sein. Nee. Was anderes habe ich nicht gemacht. Ich habe auch lange keinen mehr abgestochen. Ja, nee, und ich bin geiselfrei seit 03. Ja, nee, ist alles in Ordnung. Das passt alles. Sie sind momentan ein unbeschriebenes Blatt bei uns. Hast du nicht gerade gesagt, da ist eine Sache? Flipflops haben sie an. Das war in den geschlossenen Fällen. Das ist schon erledigt. Ah, ich verstehe. Ne? Also habe ich eine weiße Weste. Dann schon, ja. Okay. Dann mach's gut, haut rein. Ja, und vielleicht das Hühnchen nächstes Mal ein bisschen länger kochen lassen. See. Das, hier stinkt was komplett in den Himmel und zurück, ne? Ah, da ist was. Dann guckt er den Akte und dann sagt er, ah nee, doch nicht. Das heißt, es ist was in den Akte, aber es steht drin, dass man sagen soll, nee, doch nicht. Wer bin ich? Eine Frau mit ziemlich großen Männerhänden. Wirklich, was Miguel? Was geht ab, Flavia? Was geht ab? Na du Schätz, bist du krank? Nur ein bisschen. Steck mich nicht an. Nein. Hast du deswegen den Elm auf? Ist das deine Bakterienabwehr-Elm? Ich habe Allergie gegen Pollen. Die haben mir gestern erzählt, dass die alle im State waren, aber wieder gehen gelassen wurden, weil dann noch irgendwas auf sie zukommt. Isaac hat mir erzählt. Und Isaac wollte heute kommen, wir können ihn nochmal fragen. Warte mal, die sind... Oder Yassin, er wird es auch wissen. Yassin war gestern auch dabei. Die im sind State alle gewesen. Ich glaube, der hat sich verletzt, der Trottel. Er ist mit Fahrrad hingefallen, Idiot. Ui, er hat einen so großen Billy, Mann. Ui. Die anderen wollen keinen Scheiße bauen, weil wegen Knast und eine Vorladung kommt und so. Ui, ich weiß, Isaac hat das gestern schon gesagt. Aber ich brauche eine Hilfe. Was machst du? Ich will einen Kopf fangen und den mit einer Pistole bedrohen und ihn zwingen, mir zu sagen, vorzulesen, was in meinem Akte drin steht. Ich bin dabei. Und danach mit einem Baseballschläger will ich in den Kopf einschlagen. Nun, das machen wir nicht. Warum? Weil man das nicht macht. Aber wenn Isaac das rauskriegt, dass ich das gemacht habe, wenn der gesagt hat, dass das nicht geht, dann kriege ich einen Ärger. Ich kann es machen, du bist dabei. Glaubst du, wir finden einen, der ganz alleine rumfährt? No, das werden wir nicht, aber wenn wir zwei haben, wir können uns auch darum kümmern. Das Problem ist, wir bräuchten ein bisschen Hilfe. Warte mal, ich guck mal, ob Joan da ist. Ich glaube, die anderen, die wissen, dass die sonst ins Staatsgefängnis reinkommen. Aber wir schaffen das sonst auch so. Ich geh mal gerade mein Auto tanken. D'accord. Was mit Isaac? Hast du einen Spitznamen für Isaac? Puffel. Puffel? Puffel? Nee, Isaac Puffel. Was ist mit deinem Plan, Miguel? Ja, wenn wir den Davis kriegen, die anderen wollen den auch alle verprügeln. Deswegen lassen wir uns gerade gucken, ob wir eine Streife angesaugt kriegen oder so. D'accord, bis später. Bis später. Lass mal vielleicht ein bisschen aus der Stadt rausfahren. Das Ding ist, wenn wir Geldautomat rauben, kommen die locker mit 80 Stück oder so. Oi, das Problem ist, dass sie auch dann immer so auf ab 8 Stellung sind. Weißt du, was ich meine? No. Lukas, 15 Monate, sie, danke schön. Bei jeder kleinsten Bewegung, sie brüllen, kommt und helf mir. Wir brauchen die in ihrem natürlichen Lebensraum. Oh! Au? Was machst du? Geht's dir gut?
Mir ist ein bisschen schlecht und ich habe mit dem Kopf geauen. Ah, das war wie Karussellfahren, Mann. Was ist da passiert? Ja, warte. Ich glaube, ich habe Wirbel ausgerenkt. Dreh dich um. Acht auf drei. Un, deux, trois. Dicker Kopf. Ich glaube, es ist drin wieder. Es geht. Ich glaube, es ist... Ob dein Auto noch geht oder nicht, weiß ich nicht. Ich kenne mich nicht damit aus. Ja, so bist du. Aber es sieht immer cool aus, wenn man den Motorhaube aufmacht und davor steht, als wenn man dort was erkennen könnte. Woher, als hättest du Ahnung davon. Sieh. Fahrt noch. Und? Macht das komische Geräusche? Nur auch nicht. Aber dass den Motor absauft, ist nicht normal, oder? No, sollte nicht passieren. Oh Miguel, einmal mit Profis. Okay, ich rufe den Arzeles. Der ist in einem Anruf. Vielleicht kommen jetzt die Bullen und denken wieder... Guck mal. Hallo. Salut. Was geht ab? Scheiße, ja, was geht bei Ihnen? Alles in Ordnung? Nur dein Auto ist kaputt gegangen. Blub-blub-Geräusche. Oh, haben Sie einen Arzt hier? Können Sie Ihre Maskierung abnehmen? No, ich bin hier in einem gefährlichen Gebiet. Nachher sehen die mich. Doc. Wir passen ja auf Sie auf. Sie passen auf mich auf. Miguel, guck genau. Mal. Was? Das ist so ein Unikat. Ja, warte, weißt ich nehme das ab. Wenn man aus einem falschen Jahrhundert kommt. Oh. Der ist noch aus 1980. Ich kenne Filme mit so Leuten. Ui, so mit Pornobalken und so. Pornofilme. Ich muss was trinken. Ach so. Da lacht der Kollege, der kennt die Filme auch. Haben Sie schon versucht, einen Arzt zu lassen? Der kennt die nicht, der dreht. Haben Sie schon versucht, das aus- und wieder anzumachen? ich habe das versucht, denn, aber da ist die ganze Zeit wenn besetzt. Wenn wir hier stehen und nichts geht. Haben Sie schon ein Dispatch gesendet? Ich versuche mal. Was anderes, ein Mediziner, brauchen Sie den? Ich meine, wenn Sie da einen Unfall hatten. Nein, no, ich habe ihm einen gering. Ich bin Mediziner Flavia. Und der Dame geht es auch soweit gut. Also das ist nicht der schlimmste Unfall gewesen. Okay. Und sind Sie sicher, dass sich das niemand angucken sollte? Ah, das geht schon. Ich mache das immer selber. Guck mal, wenn du auf den Boden legst auch, ne? Und du machst du den linken Bein machst du Anwinklung. Stimmt gar nicht. Wenn du den linken Bein flach legst du hin und den rechten Bein machst du Anwinklung. Dann, wenn du liegst, du atmest ganz tief aus und gehst mit dem Anwinklungsbein auf den Boden über den anderen Bein rüber. So kannst du selber dein Rücken, dein Wirbels wieder einrenken. Kein Scheiß okay. Jetzt, musst du ausprobieren. Ja, ne, ich sehe schon, Sie haben Erfahrung. So wie er, wenn der Bauch nicht so dick wäre, dann würde das besser gehen. Was für ein dicker Bauch, ich muss mein Gürtel legen. Warte, ich drücke hier, so. Nach hinten, wait, das dehnt jetzt, das dehnt. Ich komme ein Stück runter. Wow, der ist wieder drin. Siehst du, jetzt kannst du nämlich wieder schneller laufen. Atme mal tief ein. Mach mal. Siehst du, wie tief kannst du einatmen wieder? Ich in meinem nächsten Leben werde ich Heilpraktikum. Das war gut. Ich bin freiberuflicher Heilpraktiker. $500 okay. Kostet das. Okay, Herr El Schlofto. Sie. Ja, dann Heilpraktiker. Nein, danke, mir geht's soweit gut. Ich mache auch Gangpraktikums. Ja, das also, kann man ja, mit weiß ich nicht. Ja, noch geht. Also, ja, da freue ich mich schon drauf. Ja, also, kein Problem. Aber du musst $500 noch bezahlen. Ich guck, wie gucke ich? Jetzt? Sie. Erste ist noch immer umsonst, oder nicht? Also, nur den ersten ist nicht umsonst. Ja, die Ware auch erstmal testen. Ja, aber jetzt hast du getestet, hat geholfen, kostet $500. Ich habe leider nur 50 dabei. Willst du mich verarschen? Hast du mich in den Dienstleistung beschissen? Wie ist dein Name? Verdammt. Ich wusste, Derpin. Derpin. Okay, ich habe $100 dabei. Hast du mich auch noch angelogen? Oh, Moment. Jetzt leck mich am Arsch, Hände hinter den Kopf. Die Frau auch, Hände hinter den Kopf. Kein Taser, kein gar nichts. Ich töte den Kollegen hier. Der da hinten auflegen, Glatze. Auflegen, hier hinkommen. Hände rauf. Und mit Händen nach oben hier rüberkommen oder ich töte diesen Kollegen. Ganz ruhig, Herr El Schlofto. Ey, Alter, ich schwöre, ich habe die anderen gar nicht gerufen, Mann. Ich wusste gar nicht, wer das ist. Ja.
So, ja, ich lauf durch. Nebeneinander stellen. Du auch, du mit den Glatze kommst, du hier stellst neben deinen Kollegen. Nur beruhigen Sie so, sich So, die Hände mal. Bleiben also, oben. Niemand muss was passieren. Wo ist die Frau? Nun, nehmen Sie doch mal die Waffen runter. Nein, no, also, ich nehme ja jetzt überhaupt nicht den Waffen runter. Du kannst du mich beschießen gerade. Nein, auf gar keinen Fall. Du kannst du mich bloßgestellt vor andere Leute. Nein, ich schulde aber noch $50 jemand anders und die wollte ich da, also... aber wenn ich mache ich eine Dienstleistung bei dir und dass es kostet, dass aber Herr $500 ist... Aber ich habe doch Ihre Nummer. Ich hätte mich dann gemeldet und hätte nochmal Geld abgeholt. Ah, du wolltest mich bescheißen gerade. Nein, auf gar keinen Fall. Ich bin ehrbarer Bürger. So, wir warten jetzt, bis die Frau hier ist. So. Willst du mich verarschen? Willst du, dass ich deinen Kopf pusche? Entschuldigung, ich musste diesen. Ich habe nämlich einen ganz anderen Anliegen. Ihr seid in eurem Fahrzeug, ist so ein Mobilcomputer drin, richtig? Das ist korrekt. Und ihr könnt dort in Akten reingucken, richtig? Auch das ist korrekt. Okay, passt auf. Ihr passt auf die anderen auf, der sagt, das ist korrekt, kommst du mit mir zu dem Auto? Kein falsches Bewegung und wenn ich Sie guck auf deine müssen, Finger. Sie es sich. Wenn du machst so eine falsche Bewegung, ziehst du etwas oder sonst was, es gibt ein Gewitter. Kein Problem, ich mach nichts. Du guckst auf den Computer jetzt und du gibst du ein Miguel El Schlofdo und du sagst du mir, was in mein Akte drin steht. Okay. Ich steig dann jetzt ein, ja? Sieh, steigst du ein, aber lässt du Finger von Schlüssel oder irgendwas? Ich sehe deine Hände. Zucker, wenn du niest. Lies du vor, was es steht, ist, wenn du gibst du Miguel El Schlofdo. Mal auf die Bremse treten, bitte. Ja, das ist ein bisschen länger. Ich kann das aber abkürzen. Der ganze Fall liegt nämlich bei der Justiz. Ah, aber es ist ein Akte offen, hä? Das ist korrekt. Oh, ich glaube, Sie haben Miguel angelogen vor Ihnen. Das ist sehr schlecht. Ja, die hier sind aber es nicht gewesen, aber, die mich angelogen haben. Die haben aber nichts mit zu tun, da, der Fall liegt bei der Justiz. Ja, aber es ist ja, immerhin, es ist ein Akte offen, hä? Okay. Okay, steig wieder aus. Komm wieder mit Hände rauf zu deinen Kollegen hier, neben den anderen. Also, darum, vielleicht? Dass Sie uns schon wieder angelogen haben. Wir wollten Informations für eine Akte und Sie haben gelogen. Ich gebe gerade extra... Wer läuft da oben? Ich gebe gerade extra... Der Helikopter. Ja, kein Problem. Ich kann dich hier auch... Sind das eure Leute? Natürlich. Kann ich Ihnen nicht sagen. Nimm erst mal Hände wieder auf. Was hat der Kollege gesagt? Ich bin extra in dem Präsidium gegangen. Das habe ich gesehen. Und ich habe gefragt, was ist das, eine Akte gegen mich offen? Ja. Und ich bekomme den Aussage, sicher, es ist ein Akte, warte, ich lese das. Um dann verarscht zu werden und es heißt es, es ist gar kein Akte, es gibt es kein Akte, nur alte, sie haben eine reine Weste. Vielleicht ist das nur ein Missverständnis, aus polizeitechnischer Sicht liegt nichts gegen Sie vor. Wir müssen langsam. Das heißt, wegen was müssen wir? Wenn da die kommen, oben kommen Wagen angefahren. Ja, dann sollen die kommen, wenn die hier kommen, ich puste denen den Kopf weg, glaubt ihr, ich mach das nicht? Miguel. Ja, das bist du letzter, oder? Ne, du bist den falschen Leitstelle. Kann ihn gegenschießen. Warum? Nicht schießen, bitte. Ich will den Schwarz regeln. Dann verkneifen Sie's. Der ist außer Dienst. Außer Dienst. Warte, ich nehme hier so eine Blume. Scheiße, was mache ich denn jetzt gerade mit deinen drei Kollegen, die ich mit 20 Waffen bedrohe? Okay, ich muss nur sicher gehen, dass meine Kollegen halt auf heil wieder rauskommen. Natürlich. Alles klar, dann sag meinen Kollegen Bescheid, dass sie den Funken in die Hand nehmen sollen, dass ich weiß, dass das Ding okay geht. So. Dann sage ich meinen Kollegen Bescheid, jeder von dass sie... euch nimmt jetzt in den linken Hand den Funkgerät rein und dann die Patschehändchen wieder nach oben. Mit dem Funkgerät in den linken Hand drin. Sodass, wenn den Leitstelle euch anfunkt, ihr den Antwort geben könnt, dass bei euch alles in Ordnung ist. Okay. Okay. Genau, und dann werde ich meine anderen Kollegen wegschicken, dass ich dann sicher gehen kann, dass es meinen Kollegen gut geht. Sie. Okay. Und dann, wenn meine Kollegen weg sind, dann fahrt ihr weg und ihr lasst meine Kollegen einfach stehen, ja? Genau so machen wir das. Okay, dann machen wir das. Okay, haust du rein. Gut. So, der guckt jetzt, dass alle anderen hier wegkommen. Dann könnt ihr hier bleiben mit eurem Funkgerät. Ich will, dass ihr eure Pistole jetzt, und ich habe euch genau im Auge, wir haben euch alle genau im Auge. Ich will, dass die linke Hand mit dem Funkgerät oben bleibt. Mit der rechten Hand greift ihr zu eurer Pistole und legt die auf den Boden. Ihr könnt die später wieder nehmen. Taser und Pistole auf den Boden. Okay. Wenn Taser und Pistole auf den Boden liegen, tretet ihr drei Schritte davon zurück. Auch die große Pistole? Wenn wir hier weg sind, könnt ihr alles wieder aufheben. Denk an MPs, Miguel. Wir tun euch nichts.
Wir gehen davon aus, dass der Nightstelle sich auch an den Abmachungen hält. Wir werden uns jetzt verpissen. Wenn wir an den Brücke sind, könnt ihr vortreten, könnt ihr euer Scheiß aufheben und machen, was auch immer Polizier so machen. Aber ich immer noch im Blick. Au revoir. Baguette. Was geht ab? Geht ab, bro. Ding. Yo, Double D, was geht, Mann? Wo kamt ihr auf einmal her? Wey, woher wusstet ihr, wo wir sind? Ja, weil die Läufer haben Koks gemacht, da. Und die haben uns dann angerufen und haben gesagt, Miguel steht hier und hält Korps eine Knarre an den Kopf, wa? Und dann... Wir haben den gar keinen Knall in den Kopf gehalten, bis ihr gekommen seid. Aber dann wir dachten, no, wo wir sind, mehr wir machen jetzt. Ja, hier ist gewesen, oder? Oh, ich glaube. Okay. Ich lasse dir den Schlüssel hier stecken. Ui, lass mal stecken. Hola, Miguel. Was geht ab? Wir haben mal auf dein Auto aufgepasst, ein bisschen, ha? Voll geil. Tatsächlich hole ich den. Oh, no, nicht den. Ja. Gerade schnell wieder ab, bevor die Cops den Beschlag nahmen. Ja, warte, ich packe dir noch schnell was rein, so. Ja, ist voll okay. Der war nämlich fast leer. Danke euch, voll geil. Ja, kein Thema, hau rein. Kein Ding. Gell, wenn du rennst, hört man dich aus Kilometern Entfernung durch die Flipflops. Ja, das macht klatsch, 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 klatsch. Es ist doch noch gar kein Flipflop Mittwoch. No, aber ich hab die von letzten Mittwoch noch an. Na, alter. Wo kann ich sitzen? Das ist Davids Aal. Ah. Welchen? Hier, ich hab den extra noch geholt, dass du auch einen Lowrider fangen. Dass du auch einen Lowrider fahren kannst, ich geb dir mal einen Schlüssel, damit das. Oh, geil. Damit das auch cool aussieht. I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. The phone in affection. I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it. Why you be all in my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a nigga who lying for nothing. I see that we different, you riding, I dub them. I don't do discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely could trust it. I talk to a shorty, she bagging the bugging. And I'ma need all of my dollars on corporate, so hand me the money, I divvy the pie. I'ma give all of my people a portion to build them a fortune. I'm flipping the ride. I can't be mixy when iffy the vibe. And 40 on 50, it's really the time. Why are you all on my phone like you want me? Like you wasn't pushing the kid to the side. I don't know if you bitches are thinking I'm blind. Cross on my crosses and dot on my eyes. Done with your efforts, I'm dealing with pressures. I know it's a lesson, that's word of the wise. Dubbing the mixes, I'm mixing. I know I've been missing. I needed some personal time. Fuck all the pictures, dimensions. I done with your digits, I mean it, I'm staying inside. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it. Fehlt jetzt einer in der Reihe. Dann ich hab gedacht, du springst drüber, weil du so ein Ässchen bist. Ja, aber 10, guck mal, 10 passt gut fürs Foto.
Die gehen jetzt mit deinem Stift und deinem Block rum und schreiben Falschparker auf. Und dann wir kriegen alle ein Knöllchen. Sind dann überall so kleine Zettel an Scheibenwischer dran. Kommen sie alle schon. Hallo. Was geht ab? Was geht? Was geht, ha? Was geht ab? Wir wissen, wir stehen ein bisschen Halteverbot, aber wir werden das gleich wegmachen. Ein bisschen? Ja, das juckt gerade nicht. Das ist ja, guck Klärme. Mal, ich muss das mal ganz kurz erklären, ne? Guck mal, ich wollte tatsächlich nicht, dass irgendeiner einen Schaden nimmt oder sonst was. Hat ja auch zum Glück keiner eine Verletzung. Na, ich habe auch keine Sachen genommen oder so. Das ist auch sehr gut, tatsächlich. Wir haben uns gerade schon drüber unterhalten. Wir haben jetzt einfach mal just for fun. Eine Akte gibt's ja sowieso jetzt auch gerade rüber. Ob wir das jetzt abhandeln, ist ja, ne? Also, eine Akte müssen wir auf jeden Fall dafür anlegen. Das, da geführt kein Weg dran vorbei. Und nach Abhandeln wird diese Akte natürlich geschlossen. Bleibt als Vermerk für uns. Trotzdem haben wir folgende Vergehen. Das wäre natürlich einmal der Besitz der illegalen Waffe Modell Kaliber 50, mit der sie uns bedroht haben, wo wir auch schon zum nächsten Punkt kommen. Die Nötigung. Und zwar haben sie uns da genötigt, uns zu ergeben, den Computer auf Akten zu überprüfen, Informationen daraus zu ergeben. Diese Nötigung beinhaltet natürlich auch die Bedrohung. Trotzdem wären wir bei einer maximalen Strafe, wenn wir die verhängen würden, bei einem Bußgeld von $7,000 und 105 Monaten Haft. Wenn man es durchziehen würde im vollen Strafmaß. Aber wir sind alle so sympathisches Schätzchen, deswegen sie kommen uns wie entgegen. Was war da, hast du richtig verstanden? 7.000 waren das, ne? Richtig. Also, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, das ist ja auch niemand zu Schaden gekommen. Ich denke mal, wir haben es an dieser Stelle geklärt, dass beim nächsten Mal, bevor sowas passiert, eventuell andere Wege gesucht werden. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Wir haben uns jetzt auf einem Bußgeld, ich habe es tatsächlich schon wieder vergessen, geeinigt. Was haben wir gesagt? 5.000. 5.000. Ihr gebt einfach eure Waffen ab, damit das alles erledigt. Also die Leute, die dabei waren. Und damit wird das Ding gegessen. Ich war alleine. Das sagt ja Herr Daum, dass das nicht so war. Die anderen waren unbekannt. Habt ihr wen geortet? Unbekannte Leute in grüner Kleidung. Okay, pass auf, da machen wir das relativ einfach. Sagt mir, bei wen ihr wisst, wer dabei war. Und ich war selber nicht da, deswegen, ich weiß es selber nicht. Es waren auch nicht alle da, aber ein paar Leute waren da. Sagt wer und dann kriegen wir das geregelt. Also, wir haben einmal den Herrn Schlofto. Mensch. Surprise. Frau Deluz. Und den Herrn Yassin Jackson. Okay. Gut, also wollt ihr jetzt von den dreien die Waffen haben, ja? Die Waffen, $5,000 und keine Haftstrafe. Okay, Yassin, dann gib deine Waffe ab. Wir geben die Waffe aus gutem Willen ab und sie machen $3,000. Bitte. Das darf ich nicht entscheiden, die haben die Akten geschrieben. Ich habe sie massiert. Und bei meinen... Nur deswegen, sie können jetzt wieder dem Ant in dem Kopf schlagen, ansonsten sie könnten nicht, weil sie dem Arm nicht so hoch kriegen würden, wegen der Blockierung im Nacken. Das hat mich schon $1,000 gekostet. Und bei meinem Geld, sie müssen noch den $500 abziehen, welche der Kopf mit den Frisur wie den Pornodarsteller mir schuldet. Ja, der muss jetzt Überstunden machen, weil er so viel bezahlt hat. Ja, dann machen wir daraus 4.000. Deal. Okay. 4.000 zum Dritten, abgemacht, so. Dann mach mal ein Auto auf und gib den Schlüssel. Ja. Wir haben eben schon die Ballers versucht, ist nicht gut gegangen. So, hier, Herr Merren hat da hier mal. Bei wem kann ich bezahlen? Sehr gut. Ich mach das kurz. Willst du selber oder für alle bezahlen? Er zahlt für alle. Für alle hab ich nicht. Er zahlt nicht für alle. Ich steh 3 Meter von dir. Warum rufst du mich an? Oh, nix, oder was? Einer von euch war wahrscheinlich die letzte übernehmen, oder? Sind sie? Okay, dann machen wir 3 bei dir nur. So. Warte mal. So. Die sehen so aus, als wenn sie Lashy übernehmen wollen. Ja. Einmal links bitte. So, mal. Da die auch noch. Ich musste nur 3 bezahlen, warum weiß ich nicht. Ja, so super. Egal. Double D. Hä? Double? Wer hat das von 20 Monate lang schon? Nix. Shigeru, danke für 32. Misha, danke für 16. Miro, danke für 12. Nein, hör auf! Nein! Lass gut sein, Double. Double. Ja, Adams, weißt du, was ich echt nicht verstehe, jetzt mal ganz ehrlich? Was denn? Russisch. Oh. Weißt du, was ich lustig finde? Clowns wahrscheinlich. Verdammt. Oh. Auseinandergenommen.